Das ist schon krass. Ja, ein Putschversuch. Okay, bin dabei. Ja, bist du in meiner Gang? Ich bin dabei. Okay, wie heißt wie du heißen Akatsuki? Wir dann Roe Haze oder einfach Haze? Akatsuki heißen wir. Okay, Akatsuki Clan Member, okay, fühle ich. Ich habe auch Naruto geguckt, kenne ich. Guck mal meine Figur, die ich mir gekauft habe. Naruto und Pain oder was? Ja. Ja, ja. Ist fühl geil, ich. Oder? Oder ist das Gaara? Warum ist da Sand dann? Nein, das ist nicht Gaara. Oder ist das doch Pain? Das ist Pain, guck. Ja, aber warum kämpfen die auf Sand? Das würde eher zu Gaara passen. Ja, oder? Auch auf Sand gekämpft. Haben sie? Oh, keine Ahnung, bei mir kracht. Der ist geil. Und dann heißen wir einfach Akatsuki. Was ist das Kürzel davon? Wir brauchen Kürzel. Akatsuki heißen wir einfach. Der Kürzel für Clantech. Guck mal, ich heiße ab jetzt RP im Namen. Hallo? Siehst du ihn? Okay, Akatsuki. Guck mal, Game AKT. War nicht, dass das dann irgendwie so eine Organisation in Real Life ist, weißt du? Und dann musst du prüfen. Am Ende werden wir gepackt. Krass. Am Ende werden wir gepackt, oder wie? Ja, am Ende werden wir gepackt, ohne Witz. Dann auch on-stream sowas. Du bist geswattet, Alter, weil die denken, du supportest irgendwas. Check ich. Warum bist du so kacke equipped? Wieso? Ich bin gerade dabei. Warst du gestern auch schon hier? Ja, ich hab mich direkt full equipped. Was hast du gemacht? Hast du eine Bude schon? Kann ich da was klauen? Nee, ich hab 36 Emeralds dabei. Oh, Emeralds brauche ich. Ja, ich aber auch. Ich hab ja nichts. Wollen wir tauschen? Was brauchst du? Ich muss mir alle Sachen machen und so. Ich habe zum Tauschangebot McRib Classic. Ich muss erstmal Basti sein Schwert wiederbringen. Hat er gesagt, du sollst hier farmen? Ja, er hat mir sein Schwert ausgeliehen. Ich bringe ihm erstmal sein Schwert zurück und danach reden wir, inshallah. Ja, okay, Bro. Dann komm eine Gruppe oder sowas. Ja, okay. Bist du in der Gruppe? Nee. Ja, okay, dann lass eine Gruppe machen. Ich mach mich auch gerade OP. Okay, Gruppe erstellen. Ich nenne sie AKZ. AKZ, ich weiß nicht, da könnte auch krachen. Komm. Ja, okay. Komm rein. Was geht? Hallo? Bist okay, wenn ich mich hier mute, dann bin ich auch immer mute, ne? Ja, oh, ich kann von hier gar nicht los. Ich muss mit Boot schwimmen. Weißt du, in welche Richtung es zu Pi geht? Oh. Weißt du nicht? Wohin? Wohin? Zu Pi. Wer ist Pi? Paar Platte. Der ist auch hier, ja. Der ist, warte. Der ist, da, genau wo ich hinguck. Genau wo ich hinguck. Da lang. Nicht weit. Genau da. Genau wo ich hinguck. Okay. Ja, genau da. Da ist so eine riesige Himmelsfestung. Die kannst du gar nicht verpassen, wenn du jetzt da gerade lang gehst. Okay, hier in die Richtung, ne? Chat? Wusstest du, dass Pi früher Tänzer war? Wenn es damals TikTok gegeben hätte, wäre er auch TikToker. Sagst du? Ja, normal. Was ist mit dem Rest der Gang? Warum kommen die nicht Craft Attack? So Abu oder Dings oder Eli, der wollte auch kommen. Ja, ich habe Abu heute gefragt, er hat gesagt, er hat in seinem Leben noch nie so viel Shit zusammen bekommen, weil er als in der Zeit, wo er Minecraft gespielt hat, er hat gesagt, RP ist weniger fitner als Minecraft. Bro, hier macht aber keiner fitner auf dem Server, sag ich, wie es ist. Also hier ist so, hier lassen sich eigentlich alle in Ruhe. Ja, noch. Ja, ist halt so, bist du dann, also du musst schon selbst dann für Stress sorgen, damit da was passiert. Ich beef niemals jemand an auf dem Server, niemals. Warum? Weil die alle sind nett. Minecrafter sind die nettesten Spieler der Welt. Das ist geisteskrank. Wenn ich sage, ey, könnt ihr mir Full Netherite geben, die würden mir sogar geben. Wen kann ich fragen für Full Netherite? Du musst so Zuschauerzahlen einmal nebenbei sagen und dann Chat schreiben. Hat jemand Netherite? Bei wem könnte ich mich dingsen? Okay,
warte mal, ich muss kurz zu Basti. Basti, hier, geh hier. Was geht? Ich sehe alles rot. Hier. Hat's geklappt? Hast du es gefunden? Ja, hier. Hier hast du dein Schwert. Also ich höre dich nicht, by the way, ne? Achso, oh. Warte, aber danke. Warte kurz. Hörst du mich jetzt? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Ah, sorry. Danke für dein Schwert und für die Sachen. Wie sollte ich das jetzt am besten angehen? Was meinst du jetzt, verzaubern? Ja. Also am besten wäre es, wenn... Naja. Auf Level 30. Wie viele Level hast du denn jetzt? 46. Level? Ja, dann hau dir echt mal Full Dia Rüstung und mach einfach mal erstmal Full Enchantments. Okay, hast du hier Level 30 Enchantment? Ich hab ihn gerade abgebaut, aber ich kann ihn natürlich für dich schnell aufbauen. Oh, King. Okay, dann mache ich direkt Schwert alles, oder? So viel wie geht erstmal, würde ich sagen, oder? Spitzhacke. Schwert. Was geht noch? Axt, ne? Axt noch, genau. Rüstung aber auch. Habe ich alles. Okay, reicht das hier? Das sind 15, ja. Okay, warte mal. Schutz 3, Wack. Schutz 3, Wack. Schutz 3, Wack. Schutz 3 nur. Ja, oder Schwungkraft 3. Schwungkraft 3 lohnt sich, ne? Ja, musst halt hoffen, dass noch mehr drauf ist. Aber ich habe Schwungkraft 3 schon als Buch. Auf der Spitzhacke habe ich Haltbarkeit 3. Ja, nimm das einfach mal. Da wirst du wahrscheinlich noch FE4 dazu haben. Nur Haltbarkeit 3. Na, das ist Quatsch. Feuerschutz. Explosionsschutz. Quatsch. Haltbarkeit 3 auf ein Dings. Und nochmal Haltbarkeit 3 auf den Helm. Und auf Schwert habe ich Plünderung 2. Ja, ist halt, Looting 3 wäre schon besser, aber... Ich glaube, ich nehme Helm. Haltbarkeit 3 nur. Let's go. Oh, scheiße. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3, Schutz 4, wichtig. Schutz 4. Haltbarkeit 3. Glückts... Nee. Haltbarkeit 3, Wasserläufer 2, Glück 2, Haltbarkeit 3, Bann 4, Plünderung 2, Rückstoß 2. Ist das respektlos? Ja, das ist, also, wenn du das halt, wie gesagt, mit Emeralds, mit den Büchern machst, bei Fabo sind ja auch super viele, da kannst du halt direkt gezielter entscheiden, was du vielleicht brauchst. Alter. Wasserläufer 2 geht mit Wasserläufer 2? Ja, also Wasserläufer 3 wäre halt direkt besser, aber... Ich hab Wasserläufer 3. Wasserläufer 2 und Wasserläufer 2, 2. Also 2, 2 und Wasserläufer 2. Ja. Jetzt brauche ich nur Schutzbücher. Und Mending ist auch wichtig, ne? Genau, Mending kannst du aber nicht verzaubern. Das musst du dir halt über Bücher trainen. Ja, das weiß ich. Okay, danke dir, Basti. Ey, immer gerne. Okay, warte, ich werfe hier kurz meinen Müll weg. Man hört sich. Okay, hau rein. Ciao, ciao. So. Sorry, ich war kurz... Achso, ist er da? Wo ist Fabo nochmal? Hat Fabo einen Dings? Papa Pi. Hat Fabo einen Dings? Eben Basti. Veni.
Kaufland. Was die GAG? Fabo. Okay, was soll ich mir holen, Chat? Also das Schwert kann ich wegschmeißen, oder? Mending. Welcher ist Mending? Schutz 4, Flame. Der ist Plünderung 3. Plünderung 3 brauche ich safe. Also da, den kann ich schon mal holen, oder? Hä? Der ist verbuggt, oder was? Ist er verbuggt? Ich brauche Bücher. Sind hier Bücher drin? Hier sind keine Bücher. Ah, hier Bücherregale sogar. Drei Bücher. Kauf Regale. Achso, warte mal. Plünderung. So. Passt, oder? Ein Plünderung. Haben wir Plünderung 3? Nee, haben wir nicht. Okay, das lohnt sich. Dann haben wir hier Schutz 4. Das brauche ich. Wie oft brauche ich das? Zweimal. Eins, zwei. Was haben wir hier? Behutsamkeit. Schlag 2. Nee. Feather Falling 4, das brauche ich. Verbrennung habe ich schon, glaube ich, oder? Ja, Verbrennung habe ich. Feather Falling brauche ich. Mann, Digga, wie schreibt Trimax in den Chat? Okay, okay, geil. Freust du dich über unseren Deal? Ja, super. Ausrufezeichen. Der schreibt wie ein 30-Jähriger. Schärfe 5 ist wichtig. Unendlichkeit. Auf dem Bogen auf jeden Fall. Effizienz 5. Effizienz 5 ist auch wichtig. Auf Axt noch, oder? Aber 42 ist respektlos. Auf Axt so brauche ich das jetzt nicht. Ah, hier ist... Bruder, läuft's. Ja, ja, ja. Ja, sicher? Ja, ich bin hier schon richtig am Verkaufen, Bro. Wo bist du? Wo bist du gerade an den Büchern? Warte mal. Ich bin gerade in Book of Ra. Ah, hier, Mending. Aber bist du hier bei uns? Hast du schon eine Bude gebaut, Bro? Nee, noch nicht, Bro. Warte, Bro, ich bin gerade dabei zu enchanten, Bro. Reparatur brauche ich wie oft? Oft, ne? 8. Ich habe keine Emeralds mehr. Das war's. Guten Morgen. Okay, jetzt vercrafte ich mal alles, was ich vercraften kann. Schutz 4, Haltbarkeit 3. Mehr brauche ich nicht. Schutz 4. Habe ich Unbreaking 3? Haltbarkeit 3. Okay. Dann habe ich hier Feather Falling. Temperatur. Hier kann ich nochmal Mending draufpacken.
Attacke 3, Schutz 4. Boah, was eine kranke Rüstung. Schutz 4 noch auf Schuhe. Ah, okay, warte. Habe ich noch Schutz 4? Ein Schutz 4 habe ich noch. Hast du 11 Level? Oh mein Gott, er hat die aufgemacht. Oh ne, dann. Okay, ich muss hoch, Chat. Okay. Okay, jetzt, wo muss ich nochmal hin? Wo muss ich nochmal hin? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin. Alter, mein Rücken tut voll weh. Zu Pi, ne? Von Pi aus ist am schnellsten, oder? Wo ist Pi? Papa Pi. Kann ich irgendwie schreien, dass er mich hört? Yo, Pi! Ah, da bist du ja. Pi! Das ist respektlos. Hier ist die Farm. Hugo hat unendlich Emeralds. Ist Hugo in der Gruppe? Weiß ich ja nicht, was du machst. Wo ist der Nähe vom Bahnhof, Hugo? Nee. Ja, dann schon mal kein Zug. Hallo? Wo bist du gerade? Was geht ab, Hallo? Wort? Moin, Jungs. Yo, yo, yo. Wer, ich oder Hugo? Hugo ist gerade im Treppenhaus. Hugo, wo bist du gerade im Game? Ich bin zu Hause jetzt gerade. For real bei deiner Base. Ja. Jetzt ehrlich, ich geh hin, weil ich brauche dich echt gleich. Ja, ich bin da beschäftigt. Mit was denn? Mit Vorbereiten. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ja, aber wie lange dauert das denn? Es dauert nicht lange. Wie lange, sag? Ich kann's dir echt nicht sagen. Was wäre okay? 5 Minuten. Ja, gib mir 10 Minuten for real, bitte. Ja, okay, 10. Hugo! Hast du ein Grundstück eigentlich? Nee, noch nicht. Was machst du da? Bist du obdachlos? Ja. Also, W. Sagt der, der im Treppenhaus sitzt mit seinem PC. Mann, Max Maul! Hugo! Ja? Hast du Emeralds? Nee. Wie, warum nicht?
Vielleicht hat keiner ab. Warum nicht? Vielleicht keiner ab? Musst du fahren. Hast du Real Talk keine? Ich hab welche, aber... Wer? Also, ja. Wie viel brauchst du denn? Problem ist, Hugo will Geld dafür, glaube ich. Ja. Wie viele Subs willst du? 10. Für was? Ein Emerald Block. Digga, okay, what the fuck? Ein Emerald Block. Nee, ich geb dir 10 Emerald Blöcke. Wie viele Subs gibst du mir dafür? Ich brauch ein anderes Schwert. Er hat unendlich, du Haufen Müll. Hast du wirklich unendlich? Er hat unendlich, ja. Also wegen dieser XP-Farm halt. Welche XP-Farm? Die ist schwierig, also das ist echt ein bisschen kompliziert so. So eine Raid-Farm. Yo. Hast du bei dir zu Hause Warped Holz? Ich weiß, wo ich Warped Holz finde. Wo wäre das? Also, wo könnte ich das holen? Du bist halt in meinem Nether-Portal, aber in das, welches halt nicht dich oben rausbringt, weißt du? Und dann kann ich dich da halt... Also ich glaube, von dort kann ich beide... Also das habe ich alles schon. Mit Minimap ist halt leicht zu sehen da. Okay, ich krieg schnell. Okay, zur Not, ey, ich... Oder frag da nochmal zur Not, ne? Ich weiß, wo in etwa. Okay. Also, ja, wo was für zwei Nether-Portale, Junge? Ich hab eins, aber das ist kacke und ihr habt zwei. Hugo, wo bist du gerade in-game? Also ich bin gerade bei deiner... Immer noch zu Hause, Bro. Ich bin bei deiner Burg, aber ich sehe dich nicht. Ich bin innen drin. Laber nicht, was machst du? Ah doch, bist du. Warte. Alter, meine Maus leckt. Warte. Hey, warum geht das nicht, Jungs? Kann mir das denn erklären? Was brauchst du denn? Warum, wenn ich bei dieser XP-Farm bin und ich diese Dinger schlage, warum muss ich die einzeln schlagen? Und mit Basti sein Schwert ging das anders. Kannst du das Schwert nicht aufladen und einmal so schwingen? Doch. Das ist doch automatisch. Wie automatisch? Schwungkraft? Ich habe doch Schwungkraft drauf. Wie meinst du das raus? Ich glaube, das kann man nicht ausstellen, ne? Das mit dem Aufladen. Wie meinst du? Nee, ich glaube, das haben die geändert. In irgendeiner Minecraft-Version haben die das geändert, dass man jetzt seinen Schläger aufladen muss. Was? Er muss gedrückt halten, dann loslassen? Du musst gedrückt halten und dann loslassen. Echt? Weiß ich nicht. Ah, jetzt ging's. Ja. Ich weiß gar nicht, wo diese Farm ist, hier diese Monsterfarm oder was das ist. Bei Pi. Bei wem? Pi. Wer ist das? Platte. Ah. Ja, darf das jeder benutzen? Ja, ja. Oh, das ist ja nett. Du hast noch gar nichts, ne? Du hast nicht mal ein Haus oder so, ne? Ja, ich bin noch Brokey unterwegs. Oh, das ist schade. Aber ich hab auch noch nichts. Mach erstmal Level 17. Wie alt bist du? Ich bin 15 und du? 15? Ja, und du? Nee, das glaube ich nicht. Wie, warum? Also ich glaube nicht 15. Hä, warum? Du bist der Erste, der sagt, dass ich mich älter anhöre. 26 schreibt Chat. Nee, ist auch falsch. 28. Ja. Krass. Und du bist 20, ne? Ja, ich bin 20. Ich werde aber in 2 Wochen werde ich 21. Ja, das freut mich. Danke. Das kann man ja nicht aufhalten, ne? Das passiert halt. Ja.
Streamst du? Wie bitte? Streamst du auf Twitch? Ja. Achso, ich dachte, du warst gebannt. Ja, seit 2 Jahren nicht mehr. Alter. Ja, kam auch ganz unerwartet. Haben die dich einfach entbannt dann? Ja, also ich war gerade live auf einer anderen Plattform. Also auf einer ganz normalen Plattform, jetzt nicht Pornhub oder so. Ja. Und auf einmal sagen die Leute mir, dass mein Twitch-Account wieder da ist. Und seitdem streamst du wieder aktiv? Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Je nachdem, wie es mir so geht. Geil, Alter. Ja, viel, viel Glück dir. Danke. Ja? Was hast du heute so gemacht? Ich bin aufgestanden und hab Minecraft angefangen zu spielen. Und du? Ja, ich war... Ich bin aufgestanden. Und... Hab, Dings... Was hab ich nochmal gemacht? Ich muss gerade überlegen. Boah, schon lange ja, alles her. Gut, ne? Das kann man ja schon mal vergessen, ne? Was man gemacht hat. Das hab ich hab's wirklich vergessen. Wie kann man das vergessen? Achso, ich war kacken. okay, das ist gut. Und dann, danach, hab ich, mich umgezogen. Neues Outfit. Ich versuch grad was Neues, weißt du? Du ziehst dich einfach um, obwohl du nicht rausgehst. Ja, ja. Für zu Hause dann quasi. Ja, genau. Okay, krass, hab ich auch noch nicht gehört. Ja, ich hab so... heute so ein indisches Outfit an. Ja, und du machst das dann aber für dich dann, nicht für andere, ne? Also ziehst dich da für dich um. Ja, auch weil's so... Weil's im Stream cool aussieht dann. Also ich find's cool und mein Twitch-Chat find's auch cool. Ja, dann ist doch cool. Ich hab jeden Tag das gleiche Oberteil an, weil Hose brauche ich ja nicht, man sieht ja eh nur mein Oberteil im Stream. Wie lange schon? Wie lange ich streame oder wie lange ich das T-Shirt anhab? Wie lange du das T-Shirt anhast? Ja gut, ich war vor 2 Tagen draußen, deswegen habe ich das erst seit 2 Tagen an. Und das T-Shirt davor? Das hatte ich länger an. Also da war, ich habe 2 Wochen nicht live und da hatte ich 2 Wochen gar kein T-Shirt an. Wie viele T-Shirts hast du denn insgesamt? Die mir passen oder die ich einfach habe? Die dir passen. Boah, 6 oder so. Oder 7 T-Shirts, keine Ahnung. 6 oder 7 T-Shirts. Ja, das ist schon viel. Welche Größe hast du? Boah. 6XL. Wenn du willst, kann ich dir 6XL T-Shirt schicken. Woher? Gehst du nach Decathlon in die Zeltabteilung oder was? Nee, aber ich hab... Ich weiß... Also... Ich habe jemanden, bei dem ich halt einfach jede Größe machen kann und jede Art von Klamotten machen kann, die ich will. Meinst du jemanden mit so einer Druckmaschine? Ja, so ähnlich. Jemand in einer Modekollektion. Was macht der so? Ja, und dann kann ich halt je nach Fit, wo ich, da mache ich auch meine Hosen zum Beispiel perfekt für mich. Ja, das ist teuer, ne, wenn das keine Massenproduktion ist. So, ich kaufe meine Klamotten bei Kick, da kostet ein T-Shirt 5 Euro. Ja, wenn du willst, ich schick dir gerne was zu. Also einfach nein, so. Nein, alles gut. Alles gut. Ja. Das auch Ding Hosen, ist, die würde dir auch passen. Ja, Nico, das Ding ist, bei mir, meine Klamotten, die gehen schnell kaputt, weißt du, Löcher in die Hose oder ich bleib mein T-Shirt irgendwo hängen. Und das ist halt ärgerlich, wenn das so Klamotten sind, die, sag ich mal, hochwertiger sind. Ne? Deswegen ziehe ich eigentlich nur Kick-Klamotten an. Damit das halt nicht wehtut, weißt du, wenn es kaputt geht. Ja, aber so auch einfach so für, aber ist doch auch so, man fühlt sich doch auch besser, wenn man so in frischen Klamotten ist, weißt du? Ja gut, frisch heißt ja nicht teuer, ne? Ja, genau.
Also ich meine ja so halt einfach ein T-Shirt, paar T-Shirts, die du öfter anziehen kannst und nicht irgendwie ein T-Shirt ja, zwei Wochen. Ich habe ja saubere T-Shirts hier. Kriegst du die? Ja, aber guck mal, das Ding ist, wenn ich zu Hause bin, warum soll ich jeden Tag anderes T-Shirt anziehen, wenn ich eh nur zu Hause bin? Das ist ja unnötig. Weißt du, damit da muss ich nur immer Wäsche waschen, verbrauch Wasser. Ich schwitze ja auch nicht, wenn ich zu Hause bin. So, ich gehe ja nicht raus. Ja. Ist ein Argument, ja. Ja, also ich hab das T-Shirt jetzt auch nicht einen Monat an oder so, ja, aber ich hab das halt schon mal. Eine Woche oder so habe ich T-Shirt bestimmt mal an. Eine Woche? Ja. Also nicht zu lange halt, ne? So eine Woche oder so geht. Stabil. Als ob du noch nie eine Woche ein T-Shirt angehabt hast. Nee, wirklich noch nicht. Alter, also, du hast vor 2 Jahren noch Sommerferien gehabt, Mann. Ja. Als ob du da nicht auch mal in den Sommerferien ein T-Shirt mal länger angehabt hast. Nee, ich hab einen Kollegen bei mir in der Klasse gehabt, der hatte über die ganzen Sommerferien dieselben Socken an. Und dann war es wie so ein Schuh, weil die so hart wurden. Okay, das ist eklig. Socken, ja. Ich zieh gar keine Socken an. Gar nicht? Nee, außer wenn ich Schuhe anhab oder so. Also wie gesagt, wenn ich mal rausgehe, dann ja. Na, ich gehe ja nicht so oft raus. Was machst du, wenn du rausgehst? Ja, draußen halt. Also, was heißt draußen so? Ich lasse mich halt abholen. Und dann entweder gehe ich Döner essen, mein Freund Uwe. Hm? Oder ich gehe halt bei meiner Freundin, wir gucken da Film oder so. Okay. Also so raus, eigentlich nicht mehr. Also in letzter Zeit nicht, aber ich mache auch viel IRL-Streams so, ne? Wurstmarkt, also Feste halt, ne? Oder mal einfach draußen am Parkplatz irgendwo sitzen und so. Mhm. Ja, check ich. Ja. Isst du gerne Döner? Ich liebe Döner. Ja, ich auch. Da haben wir eine Gemeinsamkeit jetzt gefunden. Ja. Was ist denn, wie isst du deinen Döner? Ja, mit allem und Käse und scharf. Käse? Und ein Spritzer Zitrone. Ja, der Spritzer Zitrone ist essentiell wichtig. Ja, das raffen die meisten nicht. Ja, das stimmt. Ja, bei uns hier in Mannheim gibt's einen Laden, der heißt Berlin Döner. Ja, genau, da war ich schon mal. Immer. In Mannheim? Ja, bei Berlin Döner, genau. Ja, und da esse ich eigentlich immer meinen Döner. Also ich esse eigentlich nirgendwo anders, nur da. Also ja. Wenn ich Döner esse, ne? Kennst du den Willi? Nee. Niklas Wilson Summer, der hat mal bei Mannheim gespielt. Ja, Waldhof. Uwe, mein bester Freund Uwe, der ist Waldhof Mannheim-Fan. Ja. Der liebt Waldhof Mannheim, aber ich finde Waldhof Mannheim halt sehr schlecht. Ja, das sage ich ihm auch immer wieder, dass der Verein halt nichts drauf hat. Ja. Aber ja, der Name sagt mir was. Ja, ich weiß auch, wer das ist, aber ich kenne ihn halt nicht. Also kennen im Sinne von, ne, wenn man jemanden kennt, so, ne? Ich kenne meinen Vater so, weißt du, aber nicht ihn. Ja, also du hast schon mal gesehen, aber nie mit ihm geredet oder so. Ja. Ah, okay, ja, das verstehe ich. Also Ken, der Name sagt mir was, sein Gesicht würde ich auch wiedererkennen. Aber ne, weiß ich nicht. Viele sagen so, also viele benutzen mittlerweile das Wort Ken ganz falsch. Ja, das stimmt auch. Weißt du, wo ich Emeralds herkriege? Ich hab welche, ich hab 3 Stück. Ja, ich brauch ein bisschen mehr. Aber hier gibt's anscheinend so eine Raid-Farm, wo man das kriegt, aber hier ist nichts. Eine was Farm? Raid-Farm, Raid. Davon weiß ich leider nichts. Ganz unten.
Wie komme ich hier raus, Chat? Wer rauscht? Nee, wie komme ich hier raus? SCG. Nein. Ich will nichts kaputt machen. Bitte nicht. Ich will nichts kaputt machen. Was ist dein Lieblingsessen? Oh nein, habe ich was kaputt gemacht? Nein! Labert nicht, Chat. Oh mein Gott, ich bin tot. Hab ich alles gefickt? Mein Lieblingsessen ist Adana. Ah, das ist so Hackfleischspieß, ne? Genau. Ey, nee, hab ich was kaputt gemacht? Ey, wie komme ich hier raus? Ich bin tot. Okay, ich muss das Ding da unten wieder hinsetzen, oder? Adana, ja, ich mag türkisches Essen sehr gerne. Ich bin ja auch Türke. Ja, ich mag türkisches Essen auch gerne. Ja, was ist so dein Lieblings? İskender. Was? İskender, mit Joghurt halt, ne? Dieses Joghurtlu oder wie das heißt. Wie heißt das denn? Ich kann kein Türkisch. Joghurtlu Beyti? Ja, das ist so Lammhackfleisch in Joghurt mit Tomatensoße. Ja, Beyti. Und Butter. Ja, und Brot. İskender? Ich glaube, das heißt so. Das sind so Brotstückchen, dann so Lammhack und Joghurt und so Tomatensoße und so. Okay, check ich. Ja, ich muss da unbedingt einen Block kurz hin machen. Ich habe übel Angst, dass ich hier gerade was kaputt gemacht habe, ne? Wo war das nochmal? Da vorne, ne? So. Okay. Ja, ist ein guter Call. Aber was ist dein Lieblingsessen overall? Mein overall Lieblingsessen? Ja. Ich hab ehrlich gesagt keins. Also ich hab nichts, wo ich jetzt sagen würde, das könnte ich für den Rest meines Lebens essen. Aber wenn du mich fragen würdest, was ich zum Beispiel als Henkersmahlzeit hätte oder so, oder wenn irgendeiner mich fragt, ey, was würdest du jetzt gerne mal essen? Die erste Antwort wäre Sauerbraten mit Knödeln und Rotkraut für meine Mutter. Gut. Ist ein guter Pick. Ich bin aber gar kein Krautsalat-Fan. Nee, das ist kein Krautsalat, das ist Rotkraut. Also das ist so, also Rotkraut mit bisschen Apfel reingerieben und so Zitrone. Ah, okay, check ich. Ah, dieses Bauernessen mäßig. Genau, ja. Wir sind Bauern alle in Deutschland. Wir haben Feld erfunden, wir haben Feldarbeit erfunden. Bauernessen. Hey, nennt man das nicht so? Bauernessen? Bauernessen, Sauerbraten, das war damals Essen für Könige. Ach so, ich dachte, das heißt so. Nee, also Bauernessen, das ist eher so Bauerneintopf, wo mit Kartoffeln einfach alles reingeworfen wird, was man an Resten hatte. Aber Sauerbraten, das ist typisch deutsches Essen, das hat Status. Ah, so mit dieser braune Soße, Rotkohl und diese Knödel. Ja. Ja, das habe ich schon mal, das ist geil. Mit so Hackbraten? Nee, Sauerbraten. Das ist halt Schweinefleisch, ne? Ah, okay, ja, das ich ist... Ich glaube nicht, dass du das schon gegessen hast. Nee, das ist nicht mein Fall.
Ja, okay, Sauerbraten ist doch Rind. Ja, Sauerbraten ist Rind. Ah, okay. Nee, das ist auf jeden Fall in so Essig eingelegtes Fleisch, was halt über Nacht zieht. Und dann, das schmeckt richtig krass. Ja? Ja. Hast du mal eine Strafanzeige? Wegen was denn? Wegen irgendwas? Ach so, ja. Und du? Ja, ich auch. Nice. So zwei Kriminelle, die gerne Döner essen. So viel gemeinsam. Wie lange wohnst du schon in Mannheim? Ich wohne in Ludwigshafen, also ich wohne gerade über die Brücke. Und wo wohnst du? Schleswig-Holstein. Da darf man doch Online-Casino spielen, ne? Ja. Schade. Wie schade? Ja, dass das da noch erlaubt ist. Ja, das stimmt. Spielst du Casino oder was? Nein, nein. Ich war mal spielsüchtig, aber das ist schon ein bisschen länger, ja. Spielsüchtig? Ja, ich hab damals alles verloren, deswegen. Ich hab auf der Straße ein bisschen gewohnt. Echt? Ja. Alter, krass. Heftig. Was war dein Lieblingsspiel? Double Triple und dann Triple Triple Chance. Hm. Wollte ich nochmal hin. Zu Fabo wollte ich. Mit meinem Bruder Rojo. Danke, dass du mich so inspiriert hast. Danke, dass es gibt. Was hast du halt gegessen? Oh, nein. Was hab ich heute gegessen? Ich weiß es doch gar nicht. Warte, ich bin gleich da. Ich bin gleich Brain auf. Okay. Boah. Der, das war von Rojo für Rojo. Crazy, Digga. Crazy, Digga, ja? Bruder, ernst, kein bisschen Mutter, aber ehrlich, ihr checkt's noch nicht. Was ist das für ein schlechtes Autotune, Digga? Ich glaube, man kann mit der Voice Mod, glaube auch UFO seine Stimme nachstellen. Man kann hier so viele Stimmen nachstellen. Ein bisschen. Okay. Hallo. What the fuck? Digga, der Typ, ne? Warte kurz, Chat. Oh, geht das in UFO-Richtung? Nee. Jo, UFO? 34, warum? Nein, das ist nicht UFO. Hallo? Oh, geht das in UFO-Richtung? Ja, was ich sein? Nein. Okay. Hallo. Yo, ihr müsst Bescheid! Nein. Yo, ihr müsst Bescheid!
Digga, was ist mit diesem Typen los? Kann mir das einer erklären? Ja. Der Mann hat wirklich Probleme. Und ihr sagt zu mir, ich hab Probleme. Maria Sabbat. Bei mir gibt's gleich Essen, Excel. Wie? Bei dir gibt's Essen, ne? Ja. So ein echtes Essen? Ja. Und wer hat das gekocht? Meine Mama. Wohnst du auch bei deinen Eltern? Ja. Boah, das ist voll cool eigentlich, ne? Dass sie das mitmachen. Also, ne, wenn es mal lauter wird oder so, oder keine Ahnung. Passiert ja einiges, ne, wenn man streamt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin ziehe, was ich vorhabe, werde ich auch meine Familie mitnehmen. Ja, das ist doch nett. Ja. Ich bin nicht so der Fan davon, so direkt jung auszuziehen. Ja, das ist irgendwie aber generell bei den ganzen südlichen Kulturen so, ne? Ja. Also ich hab einen Freund, das ist einer meiner besten Freunde. Der ist Araber und der hat auch... Warte, warst du abgehackt? Oh ja, ich hab die Push-to-Talk-Taste losgelassen. Viele würden sagen, ich bin Rassist, wenn ich so Sachen halt frage, aber mich interessiert es halt, weißt du? Obwohl ich Deutscher bin, interessiert mich das immer sehr, was andere Kulturen und so machen, weißt du? Ich find das immer... ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich weiß das einfach gerne so. Ich lerne immer gerne neue Sachen. Und ich habe dir die ganze Zeit Sachen gefragt, ne? Und wir sind irgendwann mal auf das Thema gekommen, wie das eigentlich ist mit Heiraten in der Kultur, ja, als Araber und... ne, ob man, wann man so von zu Hause auszieht oder zieht man überhaupt zu Hause aus, auch wenn man noch keine Frau hat. Und dann hat er gesagt, es gibt Leute, es gibt Männer, die haben mit 40 noch keine Frau und die wohnen bis dahin zu Hause. Ja. Ja, weil man halt einfach das erste Nest, ne, sag ich mal, macht man mit seiner Frau. Ja, und erst dann zieht man auch so richtig aus. Ja, es ist auch eher so, dass man, wenn man keine Frau, wenn man noch keine Frau hat, dass man sich halt, der Jüngste halt, oder der noch keine Frau hat, sich halt um die Mutter sorgt. Checkst du? Ja. Weil die Mutter dann ja älter wird. Meistens ist es ja auch so, dass man dann mehrere Geschwister hat und so. Genau, ja. Glück zwei. Und dass die Großmutter dann halt auch immer hin und her wechselt und da bei den Kindern halt auch lebt, ne? Da mal eine Woche, da mal einen Monat oder so. Also wenn man richtig alt ist und so, ne, dann wohnt man halt bei den Kindern. Ja, gibt's auch oft. Ja, das ist bei meinem Kumpel ist das so. Die ist eine Großmutter, die kommt alle 8 Wochen, glaube ich, sind die dran und dann wohnt die da für einen Monat. Ich finde das gut, dass man sich so um die Familie kümmert. Das fehlt leider bei vielen momentan, also heutzutage. Ja, finde ich auch. Manche finden es auch krass, dass ich mit 20 noch zu Hause wohne, obwohl ich selbstständig bin und so. Ja. Kann ja jeder machen, wie er will, ne? Ja, sag ich auch mal. Kriegt ja nichts, wenn du jetzt ausziehst, nur weil es jemand in Chat geschrieben hat. Und am Ende bist du unglücklich, ja? Weil du vielleicht dich alleine fühlst oder weil du von deinen Eltern weg bist oder was auch immer. Kriegt ja nichts. Ja, ich sorg mich halt um die, ne? Also, meine beiden Eltern müssen auch nicht mehr arbeiten und deswegen lebe ich halt sowieso dann mit denen zusammen. Und meine Mutter wird, das wird ja so sein bei mir, dass meine Mutter so und mein Vater so ein halbes Jahr in der Türkei sind und dann ein halbes Jahr wieder in Deutschland. Das lohnt sich gar nicht, wenn die dann alleine irgendwo hinziehen. Ja, ist ja die Wohnung das halbe Jahr über leer. Ja. Ich bin auch damals viel zu früh von zu Hause ausgezogen. Wann bist du ausgezogen? Mit 18 direkt an meinem Geburtstag. Echt? Ja. Krass. Also nicht direkt am Tag von meinem Geburtstag, aber halt relativ sehr zügig mit 18. Crazy. Ja. Da war ich auch in der Ausbildung, hab kein Geld gehabt und hab gerade die erstbeste Einzimmerwohnung mir genommen. Was hast du für eine Ausbildung gemacht, wenn ich fragen darf? Elektroniker für Betriebstechnik. Ey, dafür, das wollte ich auch machen.
Ja, warum hast du nicht gemacht? Ich wurde nicht angenommen. Schade. Aber ich hab dann was anderes gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich hab was in der Pharmazie gemacht. Ah. In der Pharmazie, in Anführungszeichen Pharmazie, oder wirklich in der Pharmazie? Wirklich in der Pharmazie. Also ich hab in so Apotheken und so, weißt du? Ah, du hast Apotheken überfallen. Nein, nicht sowas. Also so halt, richtig ausgesprochen heißt es pharmazeutisch-technischer Assistent, genau. Und das hast du gelernt? Komplett? Nee, habe ich abgebrochen. Und nach wie vielen Wochen oder Monaten? Boah, ich glaube nach einem halben Jahr. Und warum? Weil mir das nicht so gefallen hat. Ja, okay, wenn man das früh merkt, dann geht das noch. Ich hatte damals einen in der Ausbildung, der war 2,5 Jahre da, musste nur 3,5 lernen. Und nach 2,5 Jahren hat er gesagt, er macht nicht mehr. Das war richtig dumm. Weißt du, er hat schon über die Hälfte durchgezogen. Er hätte ja wenigstens das durchziehen können, um einfach ein duales Studium gehabt zu haben. Ja, um safe zu sein auch. Ja. Wo ist denn... Wo ist denn Pi sein Dings hier? Ist das Pi? Nee, Raid Farm. Wo ist Pi, Chat? Ist das Pi? Nee. Hier. Ja, Papa Pi. Aber ich habe 2 Ausbildungen angefangen und beide abgebrochen. Ja, okay, ne? Zwei halbe gibt ein ganzes. Nee, das eine, was habe ich direkt nach 3 Monaten, weil das mir das nicht so gefallen hat. Das war. Was war das? Was war das nochmal? Was mit Radiologie? Warte mal, wie hieß das nochmal? Medizinisch-Technischer Radiologieassistent oder sowas. Radiologie? Ja, sowas. Und das hat dir auch nicht gefallen? Nee, das war nicht so meins. Und warum hast du dich nicht für einen Handwerksberuf entschieden, das mal zu machen? Weil ich mein Dad immer damals auf der Baustelle geholfen habe und das war einfach der größte Rotz. Also ich musste legit alles immer machen. Mit ihm zusammen so. Und seitdem habe ich Handwerk gehasst. Ja, es ist ziemlich undankbar, ne? Ja. Aber hat auch Zukunft, weil viel wenig Leute Handwerker werden wollen. So, weißt du? Ja, und wenn man es drauf hat, kann man auch viel nebenher machen. Ja, so diese lückere Schwarze nebenbei, Chat. Ja, es muss ja nicht immer schwarz sein, ne? Du kannst ja Kleingewerbe anmelden und kannst halt Rechnungen schreiben oder als Freiberufler arbeiten oder so, wenn du es drauf hast, halt handwerklich. Ja, das stimmt. Hast du mal was mit Handwerk gemacht? Ja, ich habe ja Elektroniker für Betriebstechnik gelernt. Ich habe das dann, habe meine Ausbildung dann also die praktische mit 100 Punkten und die Theorie, ich glaube, es waren 96 Punkte oder sowas. Und dann habe ich 2 Monate in der Gebäudetechnik gearbeitet als Übergang, damit ich was habe. Und bin dann in einer großen Firma angenommen worden auf Produktion. Hallo? Ich habe da 3 Schicht gearbeitet. Also, hab ich dann, willst du hier ran? Schaltkästen gebaut und so für Straßenbaumaschinen. Hallo? Hallo, hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Du musst aus der Gruppe kommen, wenn ich nicht drin bin. Willst du hier ran? Ja, eigentlich schon. Jo. Dann machen wir mal. Okay, danke. Kein Ding. Okay, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich habe hier einen Ingame einfach so random gehört. Ich finde das Voice-Bucket ziemlich geil. Dieses Voice-Mod-Ding, ja, ne? Ja. Was war das Ekelhafteste, was du bis jetzt gegessen hast, so? Boah. Ich überlege gerade. Ja, was heißt ekelhaftes, was ich jemals gegessen habe? Ich glaube, einmal beim Chinesen, da hat das echt nicht so gut geschmeckt, ne? Also ich habe bis jetzt noch keine Ekelsachen mit Absicht gegessen. Nicht mal sowas wie Sushi-Schwimming? Nee, ich esse keinen Fisch. Also bei Fisch bekomme ich es Kotzen. Ah ja, stimmt. Ich habe mal einen Hühnchenauflauf gemacht und habe vergessen, also ich habe
ich habe das Hähnchen, den Auflauf habe ich aus dem Backofen geholt und wollte das essen, aber das war halt noch roh. Weil ich keinen Bock hatte, wieder aufzustehen und in die Küche zu gehen und das wieder reinzumachen, habe ich es halt einfach gegessen. Ja, und dann hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Alter, was? Ja, aber ich habe aufgehört zu rauchen in der Zeit. Also ich habe rauche keine Kippen mehr. Also warte mal, du hast hier Auflauf gemacht, hast es rausgeholt, ja, es war noch roh, aber du hattest keinen Bock aufzustehen und es wieder in den Ofen zu machen, deswegen hast du es gegessen und danach hast du eine Lebensmittelvergiftung. Ja, genau, und dann habe ich aufgehört zu rauchen. Also wenn ihr aufhören wollt zu rauchen, einfach rohes Hähnchen essen. Nein, also würde ich nicht so empfehlen. Ja, also mir hat geholfen. Hast du auch schon mal irgendwas Ekliges gegessen? Was Ekliges gegessen? Ja, Surströmming. Kennst du das? Oder Hot Chip? Ja, okay. Und Hot Chip hab ich auch schon gegessen. Kannst du schlimm? Ja, also ich mag ja eigentlich scharfes Essen. Aber das war schon sehr scharf, aber jetzt nicht im Bereich, ne? Achso, ich habe auch nur eine Ecke gegessen. Ja, okay. Ja, die Schärfe bleibt die gleiche, ne? Nee. Das ist was anderes. Das ist was anderes, wenn dein Mund voll ist. Ja gut, damit habe ich jetzt noch keine Erfahrungen gemacht. Ja. Okay, Ex, hat mich gefreut, dich zu sprechen auf jeden Fall. Ja, das mich erst, auch, ja. Das erste Mal, dass wir so miteinander geredet haben, ne? Ich hab aber auch noch nie anders miteinander geredet. Achso, ja, meine ich ja. Ja. Aber ich habe mit Abo habe ich schon geredet auf der Gamescom. Ja? Ja. Abo ist ein sympathischer Typ, oder? Ja, schon. Ich fand das stark, dass er sich gegen Glücksspiel gestellt hat und das verurteilt hat, was seine Freunde da teilweise gemacht haben. Fand ich stark. Okay. Vielleicht hören wir uns noch mal. Alles klar, mach's gut. Ne? Viel Spaß noch. Viel Spaß. Danke, ciao. Ciao. Cooler Typ, Chat. Wirklich cooler Typ. Wirklich sehr, sehr cooler Typ. Wollen wir da reinschauen? In X? Wo ist Hugo drin? So waren Flaschenreste, das hat immer geschunken. Und dann habe ich diese Bonks da ausgestellt und dann habe ich da. Du musstest die Hände nicht ausfüllen. Ja, genau, und dann habe ich da 3 Tage gearbeitet und dann meinten sie, sie melden sich bei mir, ob ich den Job kriege oder nicht. Die haben sich nie gemeldet und ich habe einfach 3 Tage umsonst den Pfandflaschenautomat gemacht. Das war's. Digga, das wäre so geil, wenn die auch noch so sagen, Max, du musst jedes Mal, wenn die jemand so eine Dose reinmachen, piep. Ja, aber scheiße. Du musst diese Sounds dazu machen. Echt, also ich war ja 15 oder 16, das ist richtig. Digga, aber ich bin auch mal so gescannt worden beim Regale einräumen. Die haben auch gesagt, oh, Digga, Probearbeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, nach 2 Tagen, ja, wir melden uns. Nichts kam, Digga, nichts. Nichts. Bei Inventur war das sogar. Vor allen Dingen, dann war mein Klassenkamerad Probearbeiten, dann war noch welche aus der Parallelklasse Probearbeiten, hat sich nie gemeldet. Die hätten einfach, die wussten ganz genau, hier sind viele Schüler, die brauchen alle Arbeit. Wir lassen jetzt hier jeden 5 Tage Probearbeiten, dann holen wir den nächsten. Und dann haben die auf einmal unbezahlte Kinderarbeit einfach so. Krass, oder? Aber darf man das eigentlich? Nee, ne?